Flughafen Berlin-Schönefeld, 7.30 Uhr. Es ist eisig kalt, minus 7 Grad. Selten hat ein Berliner Flughafen eine so lange Winterperiode erlebt. Die Eisbären sind schon seit den frühen Morgenstunden auf der Startbahn am Arbeiten. Der Flugbetrieb muss pünktlich 6 Uhr beginnen. Eisbären, so bezeichnen die Enteiser ihre Fahrzeuge. 30 Tonnen LKW mit 5000 Litern Enteisungsmitteln im Tank. Es herrscht Hochbetrieb, jeweils zwei Eisbären kümmern sich um ein Flugzeug. Es ist der Pilot, der entscheidet, ob sein Flugzeug enteist werden muss oder nicht. Erst dann kommt Edgar Nipko ins Spiel. Der Chefenteiser weist seine Leute auf ihre Position und gibt das Go, wenn es losgehen darf. Die Fahrzeuge sind, wie Sie sehen, hier ausgestattet mit einer Fahrerkabine und einer Operatorkabine, wo praktisch der Mann, der da oben sitzt, der Enteiser, die Mischungsverhältnis einstellt und somit das Flugzeug besprüht. Dass die Flächen aerodynamisch sauber sind, das heißt, alle tragenden Teile am Flugzeug, die für das Fliegen verantwortlich sind, müssen sauber sein. Aerodynamisch clean sein, dass das Flugzeug eben ohne Gefahr starten kann. Schon wartet die nächste Maschine. Edgar Nipko und seine Kollegen umkreisen es mit ihren Fahrzeugen. Dann wird ein dünnflüssiges Enteisungsmittel aufgetragen. Es ist eine Wasser-Glykol-Mischung, Typ 2 genannt. Ohne diese Substanz wären die Tragflächen der Maschinen manövrierunfähig. Das Flugzeug würde im Extremfall beim Start abstürzen. Das Flugzeug muss ja vorbereitet werden. Es sind bestimmte Packs, die zugemacht werden müssen, weil ein Flugzeug hat Einlässe, dass das nicht in der Kabine Flüssigkeit oder Rauchentwicklung ist. Die Flüssigkeit, die praktisch von den Flächen abläuft, also von dem enteisten Flugzeug, werden durch eine Wurzelkläranlage aufgefangen und gereinigt. Seit Einbruch der Eiszeit in Berlin müssen in Schönefeld täglich bis zu 60 Flugzeuge enteist werden. Für die Enteiser vom Team Nipko ist der Tag noch lang. Wenn die Ablösung kommt, haben die Enteiser längst müde Knochen. Bis dahin tragen sie die große Verantwortung für 100% eisfreie Tragflächen. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz wäre es in Schönefeld schon des Öfteren zu Chaos gekommen. Eine Einstellung des Flugbetriebs wie Weihnachten am Flughafen Tegel soll unbedingt verhindert werden.